Guten Morgen! Wieder mal mit einem Blick in mein Inventar. So, upsa. Nimm mal Gold. Upsa, nein, nicht so. Ich wollte Gold haben. Hier, Gold, Gold, Gold. Wow. Ich. Weg damit. Wir nehmen Brillen. So, ich. Ein paar Brillen entsorgen. Okay, das ist uns schon angeguckt. Wetterbericht zeigt, wir sind heute im Tal. Jo. Wir haben Post von Ahoi Misa. Ich möchte gerne ein Rezept an dich weitergeben. Was ich und mein Papa immer gemacht haben, es ist wichtig, dass der Fisch frisch ist. Willi. Hummerbiske. Okay. Komisch. So. Unsere Hühnchen. Oh, die Ente ist groß. Ich habe vergessen, dass das eine Ente ist. So. Wir haben auch schon ein Entenei. Ich. Super. Dann können wir Dakonese machen. Ich glaube, das Ei können wir abgeben. Fällt mir gerade ein. Dann machen wir vielleicht das. So, erstmal hier unten da. Hier ist was fertig. Fertig, fertig, fertig. So, ich. So. Wunderbar. Wie schaut es hier aus mit meinen Pflanzen? Oh ja, es wird. Das Zeug ist auch wieder fertig. Dann nehmen wir das und das. So. Noch eine Brille. Upsa. Nein, das kommt nicht da rein. Das da kommt da rein. So, das hier und das hier und das hier. Ich muss gerade mal gucken. Wenn ich jetzt das Zeug hier. Ich schmeiß jetzt wieder rein, ich weiß. So. Einfach nur mal gucken, wie viel ich davon machen kann. Da fehlt gar nichts, aber ich habe keinen Krokus. Okay, das heißt, der Krokus ist wichtig. Gut, wir haben. Packen wir mal das hier und das hier da rein. Achso, da. Richtig. Wir haben 4 Krokus. Nummer 4 von den Dingern. Das packen wir auch weg. So. 1, 2, 3, 4. Damit das hier nicht die bessere Qualität wegnimmt. Deswegen. So. Und dann pflanzen wir mal hier ein bisschen Zeug rein wieder. So. Das tun wir auch mal schnell weg. Ach ja, die Pizza auch natürlich. Das Seegras packen wir da rein. Oh, das habe ich ganz vergessen. Echt? So, was wollte ich noch tun? Was kann man eigentlich für Geschenke mitnehmen? Für sie und für Caroline was? Aber ja, genau. Für sie eins. Haben wir noch einen Sommersprinkel? Einen haben wir noch. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Traube haben wir noch eine. Und für George nehmen wir auch was mit. Ja, ich möchte jetzt hier relativ viele Herzchen mal fertig kriegen. Maro kriegt eine Batterie. Nee, wo ist es denn? Da. Das nehmen wir für den Zauberer mit. So. Abigail können wir noch einen Kürbis mitnehmen. Also nehmen wir 2 Kürbisse mit. Einen für Willi, einen für Abigail. Dann Luis. Der möchte eine Chili.
Limos kann Marmelade haben. Haben wir Wein dabei? Ja, wir nehmen ein bisschen mehr Wein mit. Vielleicht treffen wir ja noch Harvey. Eine Träne brauchen wir noch. Und ja. Ein Blümchen für unsere Kleine haben wir dabei. Und eine Beere haben wir auch dabei. So, was wollte ich jetzt noch tun? Ich wollte. Irgendwas wollte ich noch mitnehmen. Kacke. Das wollte ich nicht mitnehmen. Aber das kann man schnell verräumen. So, jetzt hat. Tasche passt das jetzt nicht mehr rein. So, hier. Muss ich nochmal reingucken. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Die Träne, genau. So. Dann pflanzen wir erstmal kurz das Zeug rein. So. So, wunderbar. Ist halt wirklich gut, dass wir nicht mehr gießen müssen. So. Zumindest meistens müssen wir jetzt nicht gießen. So. Auch nochmal. Da auch. Hier unten auch. So. Achso, oben da auch. Dann haben wir hier noch was. Ja. So, und hier legen wir auch. Dann brauchen wir noch zwei Sprinkler. Die machen wir dann demnächst. Ja, das war natürlich jetzt nicht so toll. Wird schon wieder so spät. Ich. So. Da. So, ich. Da auch. Wir brauchen drei Sprinkler. Mal schauen, wie viel wir heute noch hinkriegen. So. Hier einmal gießen, da gießen, hier gießen und da nochmal. So, dann gehen wir schnell mal rüber. So, ja, ist Mayonnaise fertig geworden. Ja, ich habe es gerade gesehen. So, bin ja froh, dass ich schon mal mit der Mine fertig bin. Der Hund ist draußen. Guter Junge, Dusty. Du bist der Einzige hier, der mich versteht. Niemand sonst hat Dinge gesehen, wie wir sie erlebt haben. Ah. Oh. Misa, hast du das gerade gehört? Ja, ich habe alles gehört. Nicht möglich. Ja, ich habe alles gehört. Und der Hund schaut so traurig aus. Ich rede nicht wirklich gern darüber, aber ich werde es dir erklären. Hast du dich je gewundert, warum ich bei meinen Großeltern wohne? Weißt du, mein Vater war kein guter Typ. Er hat alles für mich und meine Mutter ruiniert. Die Hälfte der Zeit war er weg. Und in der anderen Hälfte hat er nur gesoffen und mir vorgeworfen, wie wertlos ich sei und dass ich nie etwas werden würde. Ich glaube, er hat mir übel genommen, dass ich jung bin. Verbittert, weil er seine Jugend verschwendet hat und es im Leben zu nichts gebracht hat. Naja, das ist zumindest meine Interpretation. Er weiß schon, was in seinem Kopf vorging. Eines Tages ist er verschwunden und kurz danach wurde Mutter krank und verstarb. Ich hatte keine andere Wahl, als bei meinen Großeltern einzuziehen. Das ist traurig. Du siehst nach jemandem aus, der dem ich vertrauen kann. Deswegen erzähle ich dir das, Misa.
Ich will kein Mitleid. Wenn meine Vergangenheit etwas Gutes hatte, dann nur, dass sie mich stark gemacht hat. Jetzt zeige ich dir mal, was das dir für ein gegrilltes Steak macht. Ha, schau, wie er sabbert. Er mag Steak wohl genauso sehr wie ich. Schau nicht mal gegrillt aus. So, oh, für Mimiko haben wir nichts mitgenommen. Mensch. Oh, hier ist für. Ja? Was haben wir denn? Eine Marmelade. Ja, Marmelade im Angebot. Ach, Kacke, heute ist Ruhetag. So, wir gucken mal für dich. Ja, für Julie haben wir schon eins gegeben. Ja, ist gut. Ich möchte Sam was schenken. Danke, das mag ich wirklich. Bitteschön. Guck mal, du kriegst auch Marmelade. Mitleidsmarmelade. Das ist cool, danke. Auch wenn du kein Mitleid möchtest. So. Wir haben einen Lauf. Bitteschön. Für den Herr. Das habe ich am liebsten. Danke. Bitte. Bitte, bitte. Also für dich Marmelade. Ach du meine Güte. Das sieht wundervoll aus. Das ist sehr nett von dir. Ja, jetzt kannst du dein ganzes Haus mit Marmelade vollstellen. So, oh, wo ist sie? Ja, eine kurze Gunther. Dann geben wir Gunther wieder was ab, dann haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Oh, da sind aber auch schon ganz schön viele versammelt, du. So. Miep, miep. Ich habe hier einen Kürbis für dich. Ich liebe so Zeug, ernsthaft. Ja, ich weiß. Feenrose. Hier. Schoko, wow, danke dir, bitteschön. Das für dich. Traube. Wow, vielen, vielen Dank, bitte. Für dich Marmelade hier. Das für mich fabelhaft, bitteschön. Schön, dass ihr alle da seid. Die Bücher lesen wir aber irgendwann, wenn Abigail nicht da ist. So, wir haben ja noch das hier. Das hier ist noch zum Zauberer. Ah, guck mal, vielleicht das allererstes in zum ins Krankenhaus. Dann können wir für Harvey was abgeben und vielleicht muss ja Maru auch arbeiten. Oh, da ist der Bürgermeister. Ja, da können wir natürlich eine Ausnahme machen. Hier für dich. Oh wow, das mag ich total gern. Bitteschön. Kann ich jetzt hier reingehen? Wow. Hi. Hi, Harvey. Guck mal, für dich. Das ist für mich? Das mag ich am allerliebsten. Kannst du etwa Gedanken lesen? Harvey sieht beschäftigt aus. Aber wir sind Säufer. So. Und dann gucken wir mal. Und hoffen, dass wir Sebastian erreichen. Ach ja, das Ei muss ich auch abgeben. Gehen wir kurz das Ei ab. Aber auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. So. Ich. Das kleine Ei. So. Wunderbar. Lass mal kurz gucken. Habe ich Handwerksbündel? Okay. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher. Oh, Maru. Maru. Das Opa Misa. Ja, ja, ich weiß. So, das hier, Träne. Ach, scheiße, wir haben für Mimiku eine Blume dabei. Mimiku, warte. Lauf nicht weg. Bist du noch da, Mimi? Mimi, ja, Mimi ist noch da. So, ich gebe bitte schön. Oh, das mag ich am allerliebsten. Ich weiß. So,
Dann haben wir noch das hier. Mal kurz hier das da wegmachen. So müssen wir dann später noch zum Mani schauen. Wäre gut. Zum Zauberer. Und irgendwo müssen wir Pam antreffen. Ach kacke, die Sommersprinkle, die hätten wir für Caroline gebraucht. Müssen wir gleich nochmal zurück. Ach ja, ich bin auch immer verplant. Basti, warte, nein, geh nicht ins Bett. Ich. Basti hat meinen Geburtstag. Ach, der hat heute Geburtstag? Wow. Ich bin beeindruckt, danke. Ja, ich bin selber beeindruckt. Hey, lass dich von mir nicht davon abhalten, deine Arbeit zu legen. Wenn du nicht beschäftigt bist, habe ich nichts dagegen, wenn du hier bleibst. Ich bin eigentlich gerade nicht beschäftigt, ich bin jetzt hier hin. So. Dann haben wir ein Geschenk weniger. Packen wir das noch mit rein. So. Es werden weniger Leute, denen wir etwas schenken müssen. Oder schenken sollen. Ach, Pam ist bestimmt einkaufen im Joja-Markt, genau. Kurz gucken, gehen wir schnell zu Caroline. Da. Für Caroline. Dich. Vergiss mir das, ich bin sprachlos. Ich weiß. Ein Zug. Nee, ich habe keinen Bock auf den Zug, tut mir leid. Da ist Sam. Mal schauen, ist Pam schon wieder zu Hause? Nein. Ist Pam vielleicht schon in der Kneipe? Man weiß ja nie. Ja, Pam ist schon da. Hier für dich. Hey, wow. Ich weiß. So, und für dich aber auch was. Oh, ich habe Lea schon was gegeben. Schade. Gut, dann gucken wir nochmal schnell wegen Mani und wegen Billy. Erstmal wegen Billy. Dann wegen Mani, dann wegen Zauberer und dann gehen wir fischen. Billy. Da. Wunderbar. Wir hauen jetzt hier die Geschenke raus. Hier Mani. Ich. Nein, ich möchte das nicht essen. Danke dir, bitteschön. Ja, ich gehe jetzt zum Zauberer nochmal schnell. Ich weiß, es ist schon spät dann zum Fischen, aber ja. Mal gucken, vielleicht fischen wir einfach nur bei mir zu Hause. Wie süß, dass sie die zu nach Hause begleitet. Das ist süß. Ich frage mich, ob die auch dafür bezahlt wird. Also. Ich hoffe, ich habe dem Magier, dem Zauberer, noch nichts geschenkt diese Woche. Zumindest noch keine zwei Geschenke gebracht. Schauen wir mal, ob wir dann morgen noch irgendwas verschenken können. Und ja, dann haben wir mehr Zeit. Ah, ich fühle eine mächtige Energie. Ja, ja. Mächtige arkane Energie, ich weiß. So. Das Ding von Sebastian wieder weg. Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen fischen, würde ich sagen. Oder gehen wir in den magischen Wald zum Fischen? Wir gehen in den magischen Wald zum Fischen. So. Oh, da haben wir auch was. Ich. Na, so viel können wir auch gar nicht fischen. Aber ich wollte noch Sprinkler machen, fällt mir da gerade ein. So. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Zeit für Sprinkler. Eine Notiz. Ich. Was sagt die Notiz? Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Okay, ja, na dann. Ich. Hallo Mädels. So. Ein bisschen Holz. Es sind aber auch ganz schön viele Würmer da. Noch ein bisschen Holz. Hier, das hier. Hier mal was Besonderes. Na komm, das war nix. Ja, noch ein paar Würmer. Upsa. So. Ja, ja. Sehr gut. So. Jetzt hier noch irgendwo was? Ja.
hier nochmal mitnehmen. Wenn wir schon hier sind, können wir natürlich auch noch hier das Zeug wegmachen. Jetzt gucken wir mal, ob wir überhaupt noch zum Fischen kommen. Ich glaube, das wird halt gar nichts mehr mit dem Fischen. Naja, gut, wir versuchen mal. Vielleicht kriegen wir noch zwei Fische gefangen. Ist dann besser als gar nichts. So. Bis 23 Uhr können wir ja mal fischen. So, und? Hallo Spiel, ich habe da die Angel reingeworfen. Ja, das war nix. Wie interessant. Ist das ein Geisterfisch? Ein Karpfen. Toll. Also geht das dann schneller, wenn man da reinwirft. Was ist das? Ein Waldspringer. Habe ich den? Den brauche ich, glaube ich, auch. Oder habe ich den schon? Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken gleich. So. Ein Karpfen. Und kriegen wir noch einen Fisch? Na komm, einen haben wir noch. Komm, 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 beiß an. Sei lieb. Ja, wenigstens. Es war etwas länger gedauert, aber ja. Okay, das klingt auch nach einem Karpfen. Ja, gut. Gehen wir wieder. So. So, da, nee. Naja, ich weiß, ja. Ne? So. Es ist 23 Uhr, es ist spät. Ich möchte aber trotzdem noch kurz gucken, ob ich vielleicht die Materialien habe, damit ich mir noch einen Sprinkler bauen kann. Oder drei Sprinkler. Dann brauche ich morgen nicht gießen. Das wäre natürlich super. Oh, und da ist mein Zeug fertig. Kurz gucken. Ich, was brauche ich für Sprinkler? Aber das hier. Nehmen wir mal ein bisschen was. So. Dann brauchen wir Eisenbahn verfeinerten Quarz. Eisenbahn verfeinerter Quarz. So. 1, 2, 3. So. Oh, wir haben noch eine Notiz. Auf den Keks. Kackding. Mensch. Die kann man sogar stapeln. Super. So, einmal hier. Einmal da. Und einmal da. So. Ja, ich gehe gleich ins Bett. Ich will bloß noch mal kurz das Zeug hier wegschmeißen. So. Ich. Ist er jetzt hat. Schauen wir mal kurz die Notiz an, bevor ich es vergesse. Das ist eine Seite aus Abigails Tagebuch. Dinge, die ich liebe. Den Duft von geschnitzten Kürbissen, einen Amethysten unter meinem Kopfkissen zu haben, Schokoladenkuchen, die Herausforderung des würzigen Eis und die Brombeerpastete meiner Mutter. Ich esse gerne. Das klingt gut. Ja, Bettchen. Ja, wir haben schön Geld reingekriegt. Können wir uns fast eine neue Angel kaufen. Ja. Gute Nacht.